Wir kämpfen heute gemeinsam gegen die katastrophalen Bedingungen auf den Unis. Die Kommerzialisierung von Bildung, die chronische Unterfinanzierung der Universitäten, der zunehmende Ausschluss von Bildungshungrigen aus unserem elitären System sowie die prekäre Situation der Forschenden müssen verändert werden. Wir sind heute hier, um punktuelle Verbesserungen zu erkämpfen. Aber wir sind auch deswegen hier, um grundlegende Missstände und unsere Vision von einer demokratischen, freien Universität zu verbreiten. Unsere Forderungen für eine rasche Verbesserung der Situation sind folgende. Erstens, die Abschaffung aller Studiengebühren. Wir verwehren uns gegen Aufnahmeprüfungen für einzelne Studienrichtungen, gegen Knockout-Prüfungen und verpflichtende Studieneingangsphasen. Wir sind gegen Selektion bei Masterstudienrichtungen. Denn wir haben nicht zu viele Studierende, sondern zu wenige Studienplätze. Alle Bildungshungrigen sollen studieren können, was sie wollen. Zweite Forderung. Daran anknüpfend, fordern wir die Ausfinanzierung der Universitäten. Die jahrelange Unterfinanzierung hat zu den heutigen Missständen geführt und wird durch die Universitätsnovelle vom 1. Oktober 2009 noch verschärft. So sollen die Universitäten zunehmend originäre Bundesagenten übernehmen, etwa die Erhöhung der sozialen Durchlässigkeit. Ja, nehmt's, verteilt. Die soziale Durchlässigkeit kann aber nicht an den Universitäten passieren, sondern muss schon viel früher ansetzen. Wir fordern daher die Einführung einer Gesamtschule. Die Universitäten sind nicht autonom und waren es nie. Sie sind am Gängelband einer bildungsfeindlichen und elitären Politik. Durch die Einführung der Scheinautonomie wurde eine Knappheit geschaffen und als Ausgangsbasis weiterer Verhandlungen genommen. Drittens, wir solidarisieren uns mit den prekär beschäftigten Universitätsbediensteten. Wir fordern faire und sichere Arbeitsbedingungen für Forschende und Lehrende. Viertens, wir fordern die restlose Abschaffung der Studiengebühren. Mindeststudienzeiten waren ursprünglich als Mindestzeiten zur Absolvierung eines Studiums gedacht und werden heute als Maßstab genommen. 80% aller Studierenden arbeiten, um sich ihr Studium finanzieren zu können. Die Folge sind längere Studiendauer und als Strafe die Bezahlung von Studiengebühren. Wir sind gegen Studiengebühren von ausländischen Studierenden. Diese diskriminierende Praxis, die sich auch in zweitklassiger Mitbestimmung in UH-Gremien fortsetzt, muss unbedingt beendet werden. Universitäten sind keine Ausbildung.
dem Wohl der Menschen und der Humanisierung der Gesellschaft dienen und keinen Profitinteressen. Wir Studenten und Studentinnen sind nicht Kunden und Kundinnen der Universitäten, sondern integrativer Bestandteil. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es läuft was falsch im Staat Österreich. Hunderttausende werden im Zusammenhang mit der Krise in Armut und Arbeitslosigkeit getrieben und die Banken und Konzernchefs machen weiter wie zuvor. Über 1 Million Menschen sind armutsgefährdet und ein Finanzminister Bröll behauptet, eine 13. und 14. Auszahlung der Mindestsicherung wäre eine soziale Hängematte. 100 Milliarden Euro sind im Bankenrettungspaket und die Bildung wird kaputt gespart. Viele Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und Studentinnen und Studenten an der Universität müssen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Und zumindest unwürdigen Bedingungen. Und das, dieser Wut, die Wut darüber zeigt sich ja heute in dieser Demonstration. Der Wahnsinn hat System, das System heißt Kapitalismus. In den Chefetagen der Banken und Konzerne. Hat man keinerlei Interesse an einer freien Bildung, freiem Hochschulzugang oder einer freien und vielleicht auch sogar kritischen Forschung. Denen geht es darum, Fachidiotinnen und Fachidioten auszubilden, um sie für noch höhere Profite auszubeuten. Am besten noch prekär beschäftigt oder auch gleich als unbezahltes Praktikum. Aber es regt sich Widerstand. Am 29. September waren in Wien 2000 Druckerinnen und Drucker auf der Straße. In Wien waren vor ein bisschen über 2 Wochen fast 3000 Kindergärtnerinnen und Kindergärtner für ihre Rechte auf der Straße. Und im April haben 60.000 Schülerinnen und Schüler für ihre Rechte gestreikt. Und jetzt ist ganz offensichtlich den Studentinnen und Studenten der Kragen geplatzt. Seit einer Woche ist in Wien das Audimax besetzt, die Linzer Universität sind Teile besetzt, in Graz ist besetzt und mal schauen, wie der Tag heute noch weitergehen wird.